Und damit wieder zurück bei einer neuen Aufnahmerunde. Entschuldigung für den kleinen Hassbau. So, von Assassin's Creed Odyssey. Und jetzt soll es hier weitergehen. Wir sollten ja quasi hier diese Burg oder diese Festung quasi, ja, sabotieren, plündern und die Schätze stehlen. Und am besten noch so viele Leute wie möglich. Und wir hatten ja hier diesen Hintereingang. Ich hoffe, dass es ein Hintereingang ist, gefunden. Und da werde ich jetzt einfach mal lang gehen. Und hoffen, dass wir hier einen Glückstreffer eventuell bekommen. Mal da vorne sehe ich auf jeden Fall ein paar Soldaten. Wir schleichen mal eine Runde. Da ist keiner. Also hoffe ich jedenfalls. Haben wir mal ein bisschen gescannt. Okay, da kommen wir anscheinend hoch. Also glaube ich jedenfalls. Warte mal, wir können ja mal hier... Ah, hier können wir runterspringen. Okay, hier können wir anscheinend runterspringen, um eventuell wieder abzuhauen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, jetzt will ich aber zu diesen beiden. So, einer steht da, einer steht da. Büsche haben wir... Hier. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den da, den rechten da, ein Attentat verübe, kriegt das... Oh nein. So, ganz schnell weg mit dir, mein Freund. Neue Quest Störenfriede. Okay, das hat aber anscheinend da oben keinen gejuckt. So, wir haben einen Reflexbogen. Aber hier kommt man nicht irgendwie hoch, ne? Wir können ja trotzdem mal hier gerne hochgucken. Ah, das sieht aus wie Spartiaten. Wenn ich das richtig sehe. Okay, wir hätten ja also quasi auch von oben angreifen können, ja. Na gut. So sind sie jetzt auch weg. So, pass auf. Anscheinend kommen wir ja hier quasi an der Stelle nicht großartig weiter. Das heißt, wir rennen hier wieder raus. Und müssen uns irgendwie noch einen anderen Weg freischlagen. Renn nur hoch da mit dir. Na gut, also das heißt, wir müssen die Festung irgendwie versuchen, so viele wie möglich erstmal so zu beseitigen, glaube ich. Okay. Steht auch noch einer. Und der hört das anscheinend auch. Oh, hier könnte eventuell dieser Vorhang davor sein. Wird er uns sehen oder wird er uns nicht sehen? Das ist jetzt die Frage. Hör, pass auf, das ist ja, wenn denn eh gespeichert. War zu früh reingegangen wieder in den Kampf. Au. Oh, da war knapp.
Oh, 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 oh. Oh, das war sehr knapp. Das war äußerst knapp, war das sogar gewesen. Okay, wir müssen ganz kurz Leben regenerieren und wir können hier auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Da, ah, ein Schatz geplündert. Okay, alles klar. Das war echt gerade mehr wie knapp sogar gewesen. Ich habe gedacht, ich könnte seinen großen Angriff blocken, aber anscheinend ging das nicht. Wer war das? Ich. Komm mal her hier, mein Freund. Komm mal her hier. Komm, wir heben dich mal auf. Was? Bleib sofort stehen! Okay, wer hat mich jetzt gesehen? Hä? Wie lange liegt der da schon? Gut, so. War zwar nicht ganz so geplant, aber wir haben es geschafft. Oh. Hat uns jetzt schon wieder... Ja, ja. Das war doch ein Mensch. Nein, das war kein Mensch. Okay, so kriegen wir es aber nach und nach aus der Festung raus halt. Gut. So, wenn hier noch 1000 Leute langgelaufen, dann ist alles gut, glaube ich. Okay, wie man die aber wieder fallen lässt, das weiß ich aber ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht. Hä? Was hast du hier zu suchen? Oh. Da drüben stimmt was. Nimm's mal. Komm mal raus. Wann wärst du müde? Wie erfindest du den Tod? Da bin ich. Jetzt. Komm, guck noch mal bitte. Werde ich wiederfinden. Da ist sie. Komm mal raus. So. Kranke Kacke. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele noch hier vorne da sein sollten. Aber wir könnten eventuell auch einen Bären befreien. Ich glaube, das ist noch nicht mal so unclever. So, mitnehmen tun wir alles. Hä? Kommst du jetzt her? Nein, anscheinend nicht. So, das war der. Kommt er jetzt hier rein? Wenn er jetzt hier reinkommt. Komm rein. Macht keine Anstalten. Schade eigentlich. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Na dann komm her. Dann geht doch. Sehr schön. Der nächste weg. Der nächste, der uns hier weiterhin Ärger machen könnte.
Da hinten ist der Bär. Das sind sogar zwei Bären. Ich würde die ja am liebsten befreien. Komm, das wollen wir jetzt mal ein bisschen versuchen, clever anzustellen, das Ganze. Okay, er weiß nicht woher, hat aber jetzt schon ordentlich Leben verloren. Ich weiß nicht, kann man den Bärenkäfig eventuell... Kann man den Bärenkäfig eventuell... Kommt doch hier hoch, mein Freund. So, weg mit dir. Sehr gut. Das da vorne ist anscheinend unser Ziel. Oder warum hat er diesen roten Beutel mit diesem Messer durch? Aber das sind gerade zwei. Beide sind zur Stufe 8. Wenn ich einen davon direkt ausschalten könnte, das wäre schon ordentlich. Ist der jetzt eigentlich hier hoch? Nein, kommt doch nicht, okay. So kann man es natürlich auch machen. Ich denke mal, er kommt jetzt hier hoch. Und dann kriegen wir ihn. Keiner da. So. Naja, lauter geht's wohl nicht, ne? Lauter geht's wohl nicht. Oh, 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 oh. Ah ne, er hat nichts bemerkt. Okay, alles klar. Hä? Hallo, du kleiner Geier. Ich würde echt am liebsten den Bär befreien, damit er hier richtig schön Randale machen könnte, eventuell. So, guck mal, jetzt. Ich bin hier in Sicherheit, hoffe ich. Und der Bär? Was macht der Bär? Er greift jetzt den Kommandanten an. Sehr, sehr nice. So, egal wie es ausgeht, einer von den beiden ist definitiv geschwächt. Oh, was? Der hat sich geheilt? Okay, die beiden sind gerade abgelenkt. Okay, so, jetzt sind beide Tiere frei. Wo ist der große Bär? Oh nein, der ist tot. Aber jetzt kommt die Katze auf jeden Fall noch. Oder der Luchs. Sehr nice. Wir könnten theoretisch dann von oben einen Überraschungsangriff starten. Ja! Sehr gut. So, das heißt aber auch, wir werden auch mal den Bären plündern. Weil da kriegen wir bestimmt Sachen, die wir sonst... Weiches Leder, okay, gut. Ich habe gedacht, wir kriegen irgendwie Bärenleder oder sowas. Was relativ vielleicht selten ist eventuell. Aber nein. So, Drachmen werden wir immer sammeln. Also immer, wenn wir können, natürlich, ja. So, dann können wir uns jetzt langsam um unsere Hauptziele kümmern. Ich hole mir den Schatz und verschwinde. Genau so sieht's aus. Staatsschatz plündern.
Athens Soldaten werden nicht so kampflustig sein, wenn sie nicht bezahlt werden. Genau so sieht's aus. So. Gut, das war aber noch nicht alles hier, ne? Oh, Stufe 8 schon abgeschlossen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Aber hier waren noch viel, viel mehr Symbole. Da sind noch 3, 4 Stück, sehe ich hier. Und ich glaube, da unten am Strand war auch noch einer gewesen. In diesem Haus immer noch, oder? Normaler Pfeil 8, okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da vorne. Aber wie komme ich da hin? Ach, alles klar, ich bin ja auch blind. Ich bin ja auch blind. So, ist das Zeichen jetzt weg? Nö. Es ist immer noch da. Okay. Aber anscheinend habe ich schon erledigt. So, in diesem Haus muss aber auch noch irgendwas sein. Ja, ja, sei ruhig. Haben wir auch anscheinend schon erledigt. Das sind die Waffen. Ah, nee, warte mal. Musste man das nicht mit der Fackel machen? Wie war denn das mit der Fackel? Oh! Nein, warte. Verdammt, das gute Leder! Oh, oh. Alles klar, das musste ich genau da unten auch so machen, ja. Gut, jetzt wissen wir es wieder. Genauso muss ich das hier quasi hier drüben auch machen. Ich muss es anzünden. Nein. Nein. Warum kann ich gerade nicht? Warum kann ich... Hä? Da unten ist eine Fackel. Ist richtig. Warum kann ich die Fackel aber nicht auswählen? Ah, gedrückt halten. Hä? So. Kriegsvorräte verbrennen. Ah, alles klar. Gut. Langsam lüftet sich hier alles. So, da vorne sind noch 2. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr. Oh, nein. Du brauchst da nicht hoch. Ich glaube, Soldaten sind ja aber mittlerweile auch keine mehr, ne? Ich glaube, mittlerweile haben wir hier wirklich alles leergeräumt. So, wir plündern definitiv alles. Wenn wir schon einmal hier drin sind. So. Sehr gut. So, eins ist da vorne auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich kann mich hier jetzt so frei bewegen. Ich sehe hier nämlich auch keinen einzigen Soldaten mehr. Wir haben ja echt gut aufgeräumt. So, Schätze sind auch komplett. So, noch ein Kriegsvorrat. Warte, 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 warte. Da ist er. So. Das müsste ihren Einfluss schmälern. Sehr gut. Okay, verbrennen und zerfallen. Auch abgeschlossen. Da kommen gerade Soldaten. Willst du mich jetzt hier okay, angreifen, du Lümmel? Oh! Nein, das arme Pferd! Ja,
Sehr nice. Entschuldigung, mein liebes Pferd. Oh, das wollte ich echt gerade nicht. Wir haben einen Kopfgeldjäger. Und der kommt ziemlich schnell hier runter. Na denn, auf der Brücke soll es sich entscheiden. Mann! Olle Puma! Warum stirbst du nicht einfach? Verabschiede dich von deinem Kopf! Aufpassen! Der Fährmann war auf dir. Oh, komm her, du Ratte! Jetzt hammern, jetzt hammern! Alter, was hier eine schöne Folge! Okay, oh, nein, jetzt heißt dunkel gemacht. Ich hab schon wieder auf die falsche Taste gedrückt. Mann, ey! Ah, es ist dunkel. Ich wollte es nicht dunkel machen. Oh, ein Reflexbogen, ein Toxaros, so, keine Ahnung. Ich mach's mal ganz kurz wieder hell. Es tut mir echt leid. So. Okay, wir haben natürlich jetzt einen Haufen neue schöne Sachen. Nebenquest, eine Armee für sich. Pass auf, das machen wir noch. Wir töten noch drei Leute, müssen wir noch töten, wie es aussieht. Finde und töte den Anführer der Athener in Megaris. Okay, der Anführer ist jetzt angreifbar. Der ist aber noch zwei Stufen über uns. Das heißt, wir könnten noch ein paar andere Sachen machen. Zum einen das hier. Zum anderen gucken wir erstmal in unserem Inventar. Haben wir eventuell... Wir haben ja Stufe 8 Sachen. Riesige Streikeulen, Kriegerschaden, Attentatschaden, schwere Kreuz. Das gefällt mir eigentlich echt gut. Und ich würde das sogar mal ausrüsten. Einen neuen Bogen haben wir definitiv auch gekriegt. Oh, bekommen. So. Zack. Was haben wir noch Schönes? Armmanschetten. Ja, ich glaube, da könnte es ruhig mal wieder was Neues geben. Obwohl, jetzt nicht gerade die besten sind, ja. Aber okay. Wir müssen mal wieder was verkaufen, beziehungsweise auch ein bisschen was verbessern. Und unseren einen Fähigkeitspunkt. Ach, können wir das jetzt auch erwärmen? Ah, super. Du kennst dich besten mit Giften aus. Die Effektivität von Gift erhöht sich um 25%. Wirf Leoni das Speer, um einen entfernten Gegner um 100% Attentatschaden anzurichten. Echt jetzt? Das klingt doch nice. Okay, wir müssen nur halt mal gucken, gerade beim Nahkampf, ob wir denn jede Fähigkeit immer beibehalten. Den Ansturm finde ich geil, das Treten finde ich geil, das Gift erst recht und jetzt das Attentat sollte eigentlich auch richtig, richtig nice werden. Ja gut, jetzt hast du kein Ziel zum Anvisieren, ja. Na gut, wir müssen das mal ein bisschen gucken. So, pass auf, ich öffne erstmal die Karte. Wir sind ja gerade hier im Megaris. Ich würde gerne da unten das Fragezeichen erstmal entdecken. Und da können wir eventuell noch ein paar Soldaten finden, weil wir brauchen ja nur noch drei Stück. Und die Startstärke haben wir jetzt dadurch auch schön geschwächt. Gerade mit dieser Eroberung quasi von dieser Riesenburg hier. Und diesen ganzen Vorräten.
Okay, das ist da vorne. Ah, passt auf, Jungs. Und Mädels. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, habt euch wohl und macht's gut, die Schuhs. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish. Forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.